Gravitationsgesetz. Da müssen wir uns, eigentlich ist es ganz leicht, wir machen das mal in Gedanken. Bei der Gravitation handelt es sich um diese Kraft, die uns letzten Endes an der Erde hält. Das ist ganz gut so. Oder vielleicht wäre es auch lustig, wenn man das ausschalten könnte. Aber ein Haken am Gravitationsgesetz ist, dass wir das nicht so leicht hier nachvollziehen können. Wir können aber eins machen. Wir können mal, das haben wir eben gerade gezeigt, wir können mal einen Magneten nehmen. Und diesen Magneten, natürlich mit unterschiedlicher Polung, das ist jetzt aber nicht das ganz Gefährliche, wie die Polung ist, das ist für meinen Magneten im Moment egal. So einen hufeisenförmigen Magneten nehmen und da halten wir einfach ein Stück Eisen, also etwas Ferromagnetisches, in die Nähe. Und da wird uns folgender Effekt, den kennen wir auch aus dem täglichen Leben, wird uns folgender Effekt vorkommen. Wenn ich diesen ferromagnetischen, also Eisenkörper meinetwegen, weit weg habe, zieht der noch nicht an. Jedenfalls spüre ich es nicht. Je näher ich ihm komme, umso stärker wird die Magnetkraft. Noch näher, noch näher, noch näher. Und irgendwann bin ich an so einem Punkt, da bin ich so knapp an dem Magneten dran, da kann ich sogar gar nicht mal widerstehen. Da mag ich Kraft haben, wie ich will. Ich werde regelrecht überrascht. Peng! Hängt das Ding dran. Und man kann das wie folgt. Man kann es wie folgt berechnen: Die Anziehungskraft, also ich schreibe mal einfach F an, F ans, die ist proportional, aber zum umgekehrten Quadrat der Entfernung. Das heißt also, oder umgekehrt, machen wir es so, nehmen wir hier die zwei weg. Ich könnte sagen, die Anziehungskraft wächst proportional, aber quadratisch zu der Entfernung. Aber zum Reziproken der Entfernung. Das heißt also, wenn ich eine kleine Entfernung habe, wird die Anziehungskraft riesig groß. Und je kleiner die Entfernung ist, umso größer wird die Anziehungskraft vom Magneten. Und genau das Gleiche haben wir auch bei der Gravitation. Und ja, jetzt ist das so eine Sache. Unser Erdball, wenn ich mal so überlege, das sind 6.370 Kilometer Durchmesser, Radius. Und ich bewege mich meinetwegen. Das bin ich hier, ich. Ich stehe hier am Meer und gucke aufs Meer und messe hier mit einer Federwaage, also das muss ich mal vergrößern, ich messe mit einer Federwaage und dann zeigt die meinetwegen irgendeine Kraft an 10 Newton, weiß der Deibel, irgend sowas. Jetzt gehe ich hier wieder ich gehe auf den höchsten Turm, den es gibt auf der Welt und klettere da 500 Meter höher. Was wird mein Kraftmesser anzeigen? 10 Newton. Weil den Unterschied, den kann der gar nicht erfassen. Den Unterschied in Bezug auf 6.370 Kilometer, da sind 500 Meter fast gar nichts. Das heißt, ich entferne mich von dem Körper lächerlich wenig. Das heißt, meine Anziehungskraft wird so bleiben. Ich könnte das auch nochmal mit meinem Magnet machen. Das ist genauso, als wenn ich sage, ich bin hier voll dran, am Magneten dran. Ich berühre den, also so wie ich auf der Erdoberfläche stehe, berührt jetzt, das bin ich, das Grüne jetzt, berühre den Magneten. Und jetzt gehe ich mal um 0,0 nix Millimeter davon weg. 0,0 nix verglichen mit der riesigen, mit dem riesigen Verhältnis. 500 Meter zu 6.370 Kilometer ist Wahnsinn. Das heißt, also wenn ich mich jetzt hier von einem Mikrometer, weil ja immer irgendwie ein bisschen Dreck zwischen allen Gegenständen ist mittlerweile, einen Mikrometer entfernt habe und ich messe eine gewisse Anziehungskraft und ich nehme zwei Mikrometer, dann ist es bezogen auf die Größe des Magneten lächerlich. Und genau das Gleiche erfährt uns auf der Erde. Blöd ist das, denn das konnten sich die Menschen früher auch nicht richtig vorstellen. Was mache ich denn nun? Wie kann ich denn das nachweisen? Und da haben die Folgendes tatsächlich nachgewiesen, dass es Anziehung zwischen Körpern wirklich gibt. Der Versuch, jetzt ist mir entfallen, jetzt ist es mir wirklich entfallen. Der Versuch bestand aus Folgendem: Sie haben eine Strippe genommen, hier oben wurde die Kraft gemessen, also ich mache es mal so: rot, weiß, rot, weiß. Hier wurde die Kraft gemessen, und zwar die Kraft, die der Faden mitsamt eines Gewichtes von 1 Kilogramm. Wir machen mal rund 10 Newton draus. Letzten Endes auf diese Federwaage ausgeübt hat. Also 10 Newton haben wir unten gezogen. Ein Gewicht von 1 Kilogramm entspricht 9,81 Newton, weiß ich. Aber, und dann haben sie sich gesagt, okay, naja, so ein Kilo, so ein blödes Kilogramm Masse, 1 Kilogramm,
Mensch, wie könnte man das noch machen? Und da kamen welche auf die Idee und haben gesagt, wir gehen mal in die Bleigießerei. Die haben doch da immer solche riesengroßen Bleiblöcke. Wir nehmen mal einen Bleiblock. Blei ist ein schönes Metall, schön insofern, dass es eine furchtbar große Dichte hat. Das heißt, ich kann mit einem Bleiblock, der gar nicht mal allzu groß ist, eine Wahnsinnsmasse darstellen. Und das können wir dann auch alles nachvollziehen. Und diesen Bleiblock, ich mache mal hier, ich deute mal an, dass der hier da hinten also wirklich eine Art Würfel ist, den haben die angebohrt. Das heißt, hier ging ein Loch durch. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Dann haben die durch das Loch, ich mache mal jetzt den Faden hier von diesem Dings, den mache ich mal blau, damit das besser auffällt. Dann haben die diese Einrichtung mitsamt dem Federkraftmesser genommen und jetzt kommt's, haben diese ganze Einrichtung so verschoben, mal sehen, ob mir das gelingt, dass das Gewicht unter dem Bleiblock hing. Na, na, na komm. Ja, Moment, kriegen wir gleich hin. Nochmal, mal nicht so groß. Jetzt, so. Dass das Gewicht genau durch den Bleiblock hing. Und als das passiert war, haben sie tatsächlich hier oben einen anderen Ausschlag gehabt am Federkraftmesser. Ist ja Wahnsinn, ist ja Krämer. Was ist der Haken an der ganzen Geschichte? Der Haken, der besteht darin. Jetzt gibt es neue Kräfte. Nämlich, der Bleiblock selber übt auch auf dieses Ding eine gewisse Anziehungskraft aus. Das heißt, das Gewicht wurde etwas nach oben gezogen. Etwas. Und das konnte man jetzt auch noch schön nachvollziehen. Jetzt haben die dieses Gewicht von dem Bleiblock weiter entfernt und jetzt machen 10 cm oder 20, 30 cm gegenüber so einem Bleiblock ja richtig viel aus. Das heißt also, je weiter die das Gewicht, wie gesagt, die haben nichts geändert, die haben die Strippe gelassen, das Gewicht gelassen, alles so fein gelassen, damit nicht einer sagt, ihr habt ja betrogen oder so, sondern die haben wirklich genau die gleiche Masse, auch der Faden hat eine bestimmte Masse, haben die ganze Einrichtung praktisch hier durchgefädelt und haben das dann ausprobiert. Und wenn sie weiter nach unten gegangen waren, ich werde das nochmal versuchen, schwupp, und wenn sie also praktisch das Gewicht weiter haben nach unten durchhängen lassen, dann war der Abstand hier größer. Sind sie weiter rangegangen, war er kleiner. So ähnlich wie mit Magneten, ne? Das ist jetzt eine vielleicht blöde Animation, was ich hier mache, aber ich hoffe, dass das genügt, um darzustellen, worin der Versuch bestand, der Trick. Einverstanden? Bis dahin? Kann ich das erstmal, lasst uns das mal nochmal schnell durchdiskutieren. Jetzt ist Folgendes dabei herausgekommen, irgendwann, ich lasse mal die ganze Herleitung weg, haben die gesagt, wir müssen folgende Formel aufstellen, und zwar die Gravitationskraft, das heißt die Anziehung, ich schreibe mal F ans wieder, die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern ist eine gewisse Konstante, da komme ich gleich drauf, mal, ich schreibe es mal, erste Masse mal zweite Masse und den ganzen Mist durch den Abstand zum Quadrat, durch R Quadrat. R wie Radius ist vielleicht ein bisschen blöd, aber müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich bezeichne das nochmal, also Massen, die zwei Massen, die sich anziehen. Und das ist der Abstand. Und das hier ist die sogenannte Gravitationskonstante. Gravitationskonstante. Und diese Gravitationskonstante, die beträgt in Zahlen, Gamma ist gleich. Und den Wert, den sollte man zumindest kennen, also nicht den Wert selber so richtig aufschreiben können, 6,67, aber wissen, was da im Tafelwerk mit gemeint ist oder in irgendwelchen Tabellenwerken, mal 10 hoch und jetzt kommt es, minus 11, uiuiui, das ist nicht viel. Jetzt kommt die verrückte Einheit, Newton und Quadratmeter pro Kilogramm zum Quadrat, uiuiui. Aber ein wissenschaftlich ermittelter Wert mit dieser Gravitationskonstanten, die eingesetzt, und hier die Massen eingesetzt und den Abstand, kann man auch diesen Versuch hier oben nachrechnen. Hier, diesen. Und zwar, das war eine Tonne Blei. Aber ich lasse erstmal die Zeit zum Abschreiben. So, und wir werden jetzt mal Folgendes machen, damit es ein bisschen drastischer ist. Wir nehmen mal nicht bloß 1 Kilogramm, sondern wir nehmen mal 10 Kilogramm. Also wir basteln unseren Versuch mal ein bisschen um. Also ein Gewichtchen von 10 Kilogramm. Wir denken uns das als Kugel und wir sagen, wir haben hier einen Bleiblock von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter
Und die Dichte von Blei haben wir eben rausgefunden. Das heißt, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause. Wir rechnen mal schnell aus, wie groß die Masse des Bleiblocks ist. Die Masse, die kennen wir. Und dann werden wir mal sehen. Die Masse des Bleiblocks, Rho, ist ja bekanntlich m durch v. Und jetzt müssen wir lediglich 1 machen und das machen wir jetzt nebenbei. Also wir haben Folgendes ausgerechnet. Wir haben das umgewandelt in Kubikdezimeter. Dann sind das 1000 Kubikdezimeter, der ganze Würfel Blei. Und hier haben wir nicht gesagt Gramm pro Kubikzentimeter, sondern Kilogramm pro Kubikdezimeter. Also ich überschreibe das mal. Kilogramm pro Kubikdezimeter ist dasselbe. Wenn ich mal 1000 oben nehme, muss ich mal 1000 unten nehmen. Dadurch kommen Kilogramm pro Kubikdezimeter. Der Vorteil ist, ich kann jetzt die Kubikdezimeter rauskürzen, habe nicht so viele Nullen hier rumstehen und habe dann 11,34 Tonnen oder 11.340 Kilogramm ist die Masse des Blocks. Und hier haben wir eine Masse des Gewichtes. Und jetzt können wir mit Hilfe dieser Formel hier, können wir den ganzen Quatsch mal ausrechnen, wie dolle die sich angezogen haben müssen. Also, jetzt kommt unser Beispiel. Ich nehme F ist gleich. Und jetzt schreibe ich ganz einfach ab. Auf den Bruchstrich kommt das alles hier. Also, 6,67 mal 10 hoch minus 11, das schreibe ich gleich unten drunter als 10 hoch 11, durch 10 hoch 11. Mal Newton mal Quadratmeter. Unten drunter an dem Bruchstrich kommen Kilogramm zum Quadrat. Und jetzt kommen die eine Masse und die andere Masse. Die eine Masse waren 10 Kilogramm. Die andere Masse waren 11,340 Kilogramm. Uiuiui. Und das Ganze wird dann noch durch den Radius geteilt. Und wir nehmen mal den Abstand von am besten in Metern 0,1 Meter. 0,1 Meter. Der Rest ist jetzt wieder leicht. Also, das heißt, ich kann mal gucken, ob ich kürzen kann. Die Meter und die Quadratmeter, da bleibt hier ein Meter übrig, hier bleibt eine 1. Dieses Kilogramm und dieses Kilogramm und die Quadratkilogramm bleiben eine 1. Was haben wir an Einheiten übrig? Newton und Meter und, tja, jetzt fehlt uns noch was. Irgendwas fehlt uns noch. Wir müssen mal überlegen. Wir brauchen irgendwie F. Irgendwas muss hier passieren. Guckt euch das nochmal genau an. Steckt hier irgendwo vielleicht ein Fehler drin? Newtonmeter, F in Newtonmeter, da ist irgendein Fehler. Und da merkt man schon, also wenn F kann nur in Newton rauskommen, ich habe hier unten zu vergessen, vergessen zu quadrieren. Ich schreibe das mal in blau dahinter. Also nochmal 0,1 Meter. Und jetzt kürzen sich diese Meter nämlich auch noch raus. Und jetzt habe ich Folgendes übrig. Ich mache das, ich highlighte das mal in hellblö. Ich habe folgende Zahlen. Das, hier die 10, hier die 11.340 und hier 10 hoch 11. Und ich habe die Einheit Newton. Alles andere sind Einsen, das kann ich mir also schenken. Ich habe hier durch 0,1 und hier durch 0,1. Nochmal. Das sind die Zahlen. Und mit denen müssen wir jetzt richtig umgehen können und dann kriegen wir auch die richtige Kraft raus. Ich mache mal eine Pause, denn das kann man noch ein bisschen besser umschreiben, damit es übersichtlicher zu rechnen geht. Damit man besser tippen kann mit dem Taschenrechner, macht man Folgendes. Man sagt, okay, ich nehme mal erst alle Zahlen und die Einheiten ganz hinten hin. Die Einheiten wissen wir, bleibt Newton übrig, das können wir da lassen. Jetzt 6,67 und die 10 mal 11.340 kann ich gleich zu 113.400 machen. 10 hoch 11 mal 0,1 ist genauso wie 10 hoch 11 durch 10. Ist 10 hoch 10 und nochmal mal 0,1 ist plus noch 10 hoch 9. Jetzt wäre das vielleicht ein bisschen verrückt, das so stehen zu lassen. Ich habe einen Vorschlag, wir machen uns die Mühe. 10 hoch 9 heißt 9 Nullen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Peng, fertig. Nochmal zählen, 1, 3, jawohl, passt. So, und jetzt kann man wieder etwas machen, nämlich ich kann hier die Nullen, die oben und unten gleichmäßig vorhanden sind, wegkürzen. Und ich kann noch was machen. Ich kann sagen, wenn ich das Komma hier hinsetzen würde, könnte ich noch eine Null wegstreichen. Hier hinsetzen könnte ich noch eine weg. Und hier hinsetzen kann ich noch eine Null wegstreichen. Jetzt wird das ganze Ding tippmäßig übersichtlicher. Ich schreibe mal das nochmal auf, damit ihr es besser sehen könnt. F ist demzufolge 6,67 mal 1,134. Und den ganzen Kram durch 1, 2, 3, 4 Nullen, durch 10.000. Und das kann man 10-mal besser tippen. Newton kommt raus. Und das tippen wir mal ein und jetzt werden wir mal sehen, was rauskommt. Wir haben das jetzt ausgerechnet und da kommt 0,000 7564 Newton raus. Das ist immer ein bisschen schwierig
vorzustellen, wenn ich sage Newton, ach, wie viel Gramm entspricht denn das auf der Erde, die angezogen werden? Da haben wir jetzt mal runtergerechnet, wenn 1 Kilo 10 Newton sind, kann man jetzt runtertippen bis auf 1 Gramm, das sind 0,01 Newton. Wenn ich aber, wir kennen ja ganz andere Fliegengewichte, kann man ja mit dem Lineal schon bestimmen. Wenn ich also sage 0,1 Gramm, dann habe ich schon 0,001 Newton. Und jetzt komme ich schon in die Nähe, jetzt brauche ich bloß noch eine 0. Also 0,01 Gramm, das wären 10 Milligramm. 10 Milligramm. 10 Milligramm ist für einen Apotheker furchtbar viel. Ist 0,00 noch eine 0. Ein Newton. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich. Das sind also 10, das sind 70 Milligramm. Und das ist schon drastisch. Das kann man mit einer feinen Waage wirklich sehr gut hinbekommen. Apotheker messen das auf 1 Milligramm genau. Dann aber da. Also, das lässt sich durchaus nachweisen. Wir haben jetzt den Versuch so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben es umgewandelt. Ein 10-Kilo-Gewicht hängen wir unter so einen riesen Block, der immerhin 11 Tonnen wiegt. Und wir würden dann mindestens eine Kraft weniger angezeigt bekommen, die ungefähr 70 Milligramm entspricht. Das ist schon ganz schön viel. Das ist schon, ne, hier ist die 7, hier ist eine 1, dann müssen das 70 Milligramm sein. Und das kann man mit einer feinen Waage machen. Tatsächlich ziehen sich also wirklich Körper an. Das haben die so auch nachgewiesen. Wer nochmal nachschauen will, der guckt nochmal. Ich habe da irgendwo so einen Videoverweis. Werde ich hier noch in dieses Video einfügen. Ich habe da noch ein Video gemacht. Und zwar, das beschäftigt sich mit Masse einer Fliege bestimmen. Und zwar mit dem Lineal. Masse einer Fliege mit Lineal bestimmen. Ich werde also hier noch den Videoverweis einfügen. Das geht ganz einfach. Das kann man ganz einfach machen. Also, wer das nicht glauben mag, dass man das auch so mit Bordmitteln machen kann. Wir können das hier in der Schule, wir nehmen Holzlineal und ich kann euch das zeigen. Das ist gar nicht so schwer. Gut. Das zum Thema Gravitationsgesetz. Jetzt könnte man Folgendes machen. Man könnte auch sagen, gut, wie dolle ziehen sich zwei Menschen an? Die Anziehung, die wirkt nicht bloß von oben, unten nach oben, sondern auch horizontal. Wie stark wird ein Satellit angezogen in einer bestimmten Höhe? Zum Beispiel, wenn der Satellit auf der Erde meinetwegen eine Tonne wiegt, dann ist er ja mit einem Abstand von 6.370 Kilometern zum Erdmittelpunkt. Man nimmt nur die Mittelpunkte der Masse. 6.370 Kilometer und hier wäre es eine Tonne, der Satellit. Wenn ich den auf 6.370 Kilometer weiter, also insgesamt auf 12.740 Kilometer bringe, also ich bringe ihn weitere 6.370 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt weg, dann wiegt der Satellit, tja, die Strecke hat sich verdoppelt. Wiegt da die Hälfte oder was wiegt da? Was schätzt ihr? Genau, dann wiegt da bloß noch eine Vierteltonne. Jetzt wird auch klar, weshalb das gar nicht mehr so schwer ist, wenn ich einmal so aus dem Anziehungsbereich der Erde rausgekommen bin mit einer Rakete Richtung Mond, dass ich dann gar nicht mehr so viel Treibstoff brauche, um das Fluggerät nochmal weiter zu beschleunigen. Denn die Anziehungskraft der Erde wirkt nicht mehr so schlimm. Natürlich muss ich die Masse des Satelliten, die bleibt eine Tonne, die muss ich trotzdem beschleunigen. Aber das ist nicht das Problem, dass ich immer mit der Anziehungskraft zu kämpfen habe. So, ich schließe das Video an der Stelle. Wir können noch irgendwelche nachgehenden Fragen, ja, klar, noch beantworten, aber an der Stelle mache ich das Video dicht.